Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masterpiece mit mir, dem gleich. Ja, wir haben wieder ein paar Kommentare hier von MTB Buddy. Ich fange mit dem an. MTB Buddy, findest du Doc Mac und Doc Luis gut? Habe beide. So, dann schauen wir uns doch mal die beiden Kombos an, damit ihr auch wisst, um was es geht. So, also das hier ist Doc Mac. Und das ist eben eine defensive Combo, aber durch Revanche, Leech und den Mauerstoß, ja, ist die schon relativ solide und kann doch diverse Karten mit Mauer klein bekommen. Und dadurch, dass die relativ viel Leech hat, hält die sich auch wieder relativ gut hoch. Also sprich, die ist schon echt gut, muss ich sagen. Auch wenn es eine Mac-Griffin-Kombo ist. Aber diese Animal-Kombos sind mit Mac und eben mit den anderen auch gar nicht mal so verkehrt. So, dann hätten wir noch die Dog Lois. Und die Dog Lois ist auch, hat auch Leech und hat Punch sogar. Und insofern ist die auch eine ganz nice Kombo. Beide gefallen mir schon ganz gut. Und da würde ich mal sagen, Congrats, dass du die beiden hast. Also ich würde jetzt nicht unbedingt Lois und Mac haben wollen, aber die Kombos sind auf jeden Fall ganz nice. So, das wäre der Kommentar. Dann haben wir den... Das habe ich was verkehrt gemacht. So, jetzt haben wir den Kommentar. Und was kann man mit den Regenbootstücken, also die wie ein Regenbogen aussehen, machen? Jetzt bin ich ein klein wenig überfragt. Stücke, die aussehen wie ein Regenbogen. Helft mir mal bitte. Ich habe gerade keine Ahnung, um was es geht. Stücke, die aussehen wie ein Regenbogen. Lass mal hier reinschauen. Ist hier irgendwas? Meinst du diese Greater Epic Stones oder was? Aber das sieht nicht aus wie ein Regenbogen. Also Greater Epic Stones kann man einfach hier verwenden, ne? Ansonsten, was sieht denn aus wie ein Regenbogen? Also ich bin jetzt echt ein klein wenig überfragt. Ich weiß jetzt echt nicht, was du meinst mit Regenbogen. Vielleicht kannst du das Ganze ja nochmal ein bisschen genauer definieren. So, dann haben wir noch einen Kommentar. Von Old Man Snyder. Armer Klaus. Ja! Der Klaus weiß schon ganz genau, was hier Sache ist und was der Herr Reich von ihm hält. Der Klaus und ich, wir werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Auf keinen Fall. Der soll in seinem Fischglas irgendwie versumpfen. Der Klaus, ich brauch den nicht. Das können wir vergessen. Der Klaus und ich, wir können nicht miteinander. Nee, aber wirklich nicht. Da müsste schon ganz schön viel passieren von Congregate-Seite, dass der Klaus irgendwann mal mir sympathisch wird. Nicht heute und nicht morgen und mit Sicherheit auch nicht in der nächsten Woche. Das können doch knicken, der Klaus. Also, der Charakter ist mir schon sympathisch, aber die Karte finde ich scheiße. So. Also, dann werden wir hiermit erstmal durch. Dann gucken wir jetzt mal hier rein. Hier haben wir Mamas altmodische Garnischatulle und da haben wir die Louise. So, dann haben wir hier Mythic Farnsworth Pack mit Highschool Bill, Neil Goldman, Student Lucky und Bill Daugherty. Mega geiles Pack, muss man echt sagen. Dieses Pack ist mega. Jo, und dann haben wir hier die neue Mathy Debater Box. Ja, es ist ja der Educated BG jetzt am Start. Und dann haben wir hier neue Karten. Bible Study. Also Bibelstudent. Oh, ist halt eine Loanne-Kombo, ne? Also. Pre-Kombo halt, ne? Ja.
Dann haben wir den Henry Haber Debater. Müssen wir mal schauen. Mr. Deliver geht damit. Okay, Diorama, Gene. High School Bill. Okay. Cadet Hill. Das sind schon geile. Oh, was ist das? Homeschool Chris. Art of War. ABC Quagmire. Homeschool Peter. Wieder Lob Student Mac. Okay. Oh, was ist das? Obedient School Brian. Okay. Auch spannend aus. Mathy Cathy. Oh Gott. Alles klar. Was ist das? Aversion Therapy. Oh, die sieht ja übel aus. Charts and Graphs. Okay, was ist das? Corporate Training. Und dann haben wir den klassischen CIA-Student. Den CIA-Instructor. Wollen Sie jetzt hier sich ein paar Kombos für einen Bullock noch einfallen lassen, oder was? Was ist das? Screen Repairer. Oh, 25 Griffe, 25 Stoß und 17er Mauer. Autsch. Home Ec Teacher. Also da sind schon geile Kombos dazwischen, mein lieber Scholli. Anger Management. Class. Okay. Children's Author. Oh. Burger für alle. Ui, 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 ui. Was ist das? Honey Bucket. Okay. Student. Alles klar. Ja. Oh, ist das hier? Q-Bert Farnsworth. Ei, ei, ei. Also man merkt, die Kombos werden immer krasser, ja. Also Guinea Pig in Space. Okay, also auf jeden Fall nice neue Kombos diesmal mit am Start. Und ja, das Einzige, was mir hier nicht gefällt, ist, dass wir hier Luann Plätter haben. Und Luann Plätter ist halt Luann. Und wie ich es schon mal gesagt habe, wobei hier die Hottest Luann ist ja gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, der Rest war, also ich müsste mich jetzt echt arg täuschen. Taebo Luann, Charrot, Luanns 21. Geburtstag, Charrot. Ah, das ist alles nix oder. Catherine Luann, Schrott. Teufelin Luann. Ja, gut, okay. Stoß, aber. So, ADHS Luann könnte ganz interessant sein. Ist halt eine Drogenkombo. Insofern relativ neu. Bedienung Luann, lächerlich. Also, Luann Plätter, das hatte ich schon immer gehabt, das Thema. Dafür ist ein Eugene Belcher zur Auswahl. Und der gefällt mir um einiges besser. Also, die Box an und für sich. Also Bible Study ist halt eine Defense Pre-Combo. Der Henry Haber Debater ist nice. Neil Goldman ist nice. Dune Lucky ist nice. Eugene Belcher ist nice. Luann Plätter gefällt mir nicht. Also eine Karte, die ich eigentlich ungern haben möchte. Aber gut. So, genau, schauen wir uns doch mal die aktuellen neuen Karten an. Wir sind ja jetzt hier. Wie gesagt, es gibt ja jetzt hier den neuen Educated BGE und diese Karten sind bei den Golden Turds mit. Oh, was ist denn das? Dr. Banjo, der sieht ja cool aus. Dr. Banjo sieht cool aus. So, nice. Geile Karte. Groff Community. Was sind schon. Was ist denn das? Professor Lerner. Okay. Quahog Preschool. Cool. Alter, da sind schöne neue Karten dazwischen. Definitiv. Gefällt mir ziemlich gut. Ja, gehen wir dann gleich mal direkt rein in die Meisterschaft, in die Mastery und dann gucken wir mal, was hier so heute am Start ist. Da hätten wir den Bänderbräu. Der war jetzt auch schon ein paar Mal drin gewesen. Bänderbräu habe ich auch mir geholt, weil zum Heilen ist die eigentlich gar nicht mal so schlecht.
Und Powtacke Patriot Ale und Bender habe ich Quad Fused im Deck. Und insofern, ja, mit 20-fach heilen und 21er Mauer und den ganzen Leben, damit kann man schon ein bisschen was anfangen, gell? Da geht was, da geht was. Ja, aber nur halt, weil ich Bender und Powtacke Patriot Ale habe. Ich hätte aber keine 500 Gems dafür ausgegeben. Das hätte ich auf keinen Fall gemacht. Insofern mache ich das auch jetzt nicht. Und klickt die ganz schnell wieder weg. Dann haben wir hier den Pentimento Last Supper. Und Pentimento Last Supper ist hier ein Dr. Zoidberg. Achso, ich muss den erstmal einblenden. Ist gar nicht eingeblendet. Dr. Zoidberg hier mit Kunstkarten. Und ja, dann kommt da hinten sowas dabei raus. Und das finde ich dann auch wieder so ein bisschen amüsant, wenn ich sehe, dass der eigentliche Zoidberg in Mythic zumindest viel besser ist als das, was da hinten rauskommt. Also uninteressant. Dann haben wir den Joystick Steve mit seinem Laserschniedel. Und der sieht folgendermaßen aus. Hier mit Gamerkarten. Und das Beste, was man rausholen kann, ist hier der Steve Smith mit Burger Boss. Also auch ganz schnell wieder vergessen. So, dann haben wir hier Griffin und Quagmire als letzte Combo Mastery für heute. Und Griffin und Quagmire ist, ja, wenn man den Quagmire mit der Furzschule für Hochbegabten zum Beispiel kombinieren kann, gar nicht mal so schlecht. Also mit 12-fach Grace, mit Mauerstoß, mit 19-fach Revanche. Auf jeden Fall eine nice Combo. Und da unten geht es auch nochmal mit Red Shirt, Blue Shirt. Auch da interessant. Also wer den Quagmire im Deck haben sollte, plus eben diese eine dieser beiden Musikkarten, dann würde ich euch empfehlen, schlagt jetzt mal zu. Also zumindest mal ein Tausender könnt ihr, also 1000 Steinchen könnt ihr dafür ausgeben. So, wir schauen uns jetzt aber trotz allem nochmal ganz kurz an. Nee. So, das war's heute hier mit dem Video. Genau. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir in mein Leichel rein. Macht's gut, bis dann und tschüss.